Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Melanie Strickt. Ja, ihr seht schon, ich habe den Kanal umbenannt. Dieses einfach nur Stricken, das war für mich eigentlich eher so eine Notlösung, weil ich keine Idee hatte, wie ich diesen Kanal nennen könnte. Und jetzt habe ich lange überlegt, wie ich denn heißen möchte könnte. Und ich dachte mir dann einfach zurück zu den Wurzeln. Denn ich habe ja, alles hat hier ja oder Social Media mäßig angefangen damals mit einem Blog, den manche von euch sogar noch kennen, haben mich schon ein paar angeschrieben, dass sie von Anfang an meinen Blog damals mitgelesen hatten und der hieß Melanie Strickt. Und dann dachte ich, ja, bietet sich ja an, dann diesen Kanal auch so zu nennen. Und deswegen Melanie Strickt. Dieses einfach nur Stricken war damals für mich so der Gedanke, weil hier geht es ja wirklich nur ums Stricken. Ich kann ja nichts anderes. Und ja, ich konnte mich nie so richtig mit dem Namen anfreunden und deswegen jetzt Melanie Strickt. Ja. Die Pause war jetzt ein bisschen länger. Ich hatte einfach zeitlich keine Möglichkeit, einen Podcast aufzunehmen. Ich hatte ja zeitlang auch ein bisschen Strickflaute. Ich habe angeschlagen, aufgezogen. Ja, aber ich dachte mir, dass ich jetzt mal wieder ein bisschen in die Gänge komme und das nicht so weitergeht. Mache ich hier jetzt mit dem Podcast auch wieder weiter und es hat mir immer auch Spaß gemacht. Und deswegen gibt es heute wieder eine neue Folge. Dauerwerbesendung. Alles, was ich hier zeige, habe ich selber gekauft, selber bezahlt. Wenn es nicht so wäre, dann sage ich euch das vorher und könnt ihr euch natürlich zum Kauf verleiten. Ich zeige hier Garne, Wolle, ja. Anleitungen, meine Maschen markiere natürlich auch, meine Maschenstopper und ja, wer das auch erledigt. So, ich zeige euch jetzt nicht alles, was ich gestrickt habe. Das würde den Rahmen der Folge heute absolut sprengen. Ich habe nämlich auch noch jede Menge Stinos gestrickt. Ich zeige euch Socken und Tücher und sowas, meine persönlichen Highlights heute und was ich so auf den Nadeln habe. Und da hat sich nichts geändert. Da ist alles so geblieben, wie es war. Es ist nach wie vor wieder zu viel. Ja, jetzt schauen wir mal. Ich muss auch schon wieder reinkommen in das Podcasten. Ich bin auch nicht gut vorbereitet, muss ich gleich dazu sagen, weil das jetzt eine relativ spontane Aktion war heute, dass ich eine Folge aufnehme. Ich habe das heute Morgen ganz kurzfristig beschlossen, weil heute regnet es ja bei uns, da will die Abby nicht so lange laufen. Ich habe in letzter Zeit sehr ausgedehnte Spaziergänge mit ihr unternommen und ja, darum habe ich jetzt heute ganz spontan entschlossen, jetzt oder nie. Ich habe jetzt auch keine bestimmte Reihenfolge. Ich zeige es euch jetzt einfach so, wie ich es hierher gelegt habe. Ich habe es nicht gut gestapelt. Ja, also, ja, genau, was ich noch sagen wollte. Ich bin nicht so gut vorbereitet, weil ja, das sehr spontane Aktion jetzt war. Und ich verlinke euch alle Anleitungen, die ich euch heute zeige, verlinke ich euch in der Infobox unten. Da könnt ihr nachschauen. Da könnt ihr dann auch direkt draufklicken und kommt zur Anleitung. Weil ich von manchen Sachen jetzt einfach auch den Designernamen nicht kenne und auch wahrscheinlich den Anleitungsnamen nicht kenne. Aber ich schaue nach, verlinke euch alles in der Infobox und wer Interesse hat, kann da dann nachschauen. Also, ich fange mal mit einem Projekt an. Da weiß ich, das hatte ich im letzten Podcast noch gezeigt, als es in Arbeit war. Und zwar war das der Pullover Cardoon von der Isabel Krämer. Der ist mittlerweile fertig und auch schon oft getragen. Da ein Rundhalspullover. Ganz, ganz weich. Und auch eins meiner neuen Lieblingsstücke. Ich bin ja total verfroren. Wenn ich mit der Abby laufe, ihr würdet mich nicht kennen. Ich laufe aber auch an solchen Stellen, wo mir niemand begegnet. Gott sei Dank. Ich habe also wirklich Mütze,
bis hier oben im Schal an, weil es war ja echt knackig kalt die letzten Tage. Jacke, Stiefel, Handschuhe. Also ich bin total vermummt. Mich würde man wirklich nicht kennen. Und eben auch was Wolliges unten drunter. Und der ist so schön warm und weich. Den hatte ich jetzt echt schon oft an. Den habe ich aus der Drops Sky gestrickt. Da hab ich zuerst zweifelt, als ich diese Wolle in der Hand hatte. Also das war das erste Mal mit der Sky. Ob das Colorwork wirklich gut rauskommt. Aber ich finde super. Einwandfrei. Nee, das war nicht mein erster Colorwork-Pullover. Ich habe für die Justina Larkowska, heißt sie, glaube ich, Letesnitz oder Letesnitz, hatte ich schon mal einen Colorwork-Pullover getestet. Aber das ist schon ein paar Jahre her und seither habe ich irgendwie da in der Richtung nichts mehr gemacht. Aber das hat mich jetzt auch gepackt. Da habe ich jetzt auch schon ein paar Sachen geplant. Aber das war jetzt mal so der erste. Und ich weiß eben, letztes Mal war der noch nicht fertig und da war ich, glaube ich, kurz unter die Ärmel. Das ist jetzt mal hier so das erste Projekt, das fertig geworden ist. Der hat hier unten noch einen kleinen Colorwork-Teil. Ja, aus der Drops Sky. Die Anleitung Cardoon von der Isabelle Krämer. So, ich glaube, jetzt habe ich hier meine ganzen Socken aufgestapelt. Da zeige ich euch jetzt auch die Colorwork-Socken, die ich gemacht habe. Ich habe meine Füße hergerichtet. Man sieht es immer doch ein bisschen besser, wenn sie auf dem Fuß drüberzogen sind. Das sieht man das Colorwork einfach ein bisschen schöner. Ich fange mal an. Das sind die Lenten Rose Socken Socks. Ich weiß die Designerin nicht, aber wie gesagt, alles ist dann unten in der Infobox verlinkt für euch. So. Die sind doch toll, oder? Ah, ich finde die so schön. Ich habe die gesehen und war schockverliebt, habe gedacht, ja, die muss ich haben. Ich habe die aus dem ganz klassischen Garn von Regia gestrickt. Nein, nicht aus dem ganz klassischen. Also das Blau, das ist das ganz klassische Vierfachgarn von Regia. Und dieses helle, graubraun möchte ich schon sagen, ganz hell, das ist die Regia Premium Kaschmir. Ich hatte da ein Knäuel und aus diesem einen Knäuel habe ich jetzt drei Paar Socken, glaube ich, rausgekriegt. Also Colorwork. Ich habe da ja dann immer nur eine bestimmte Menge braucht. Hier ist ja dieses Blau dominant, da braucht man nicht ganz so viel. Dann hatte ich von der Ducati schon mal welche gestrickt. Die ersten Colorwork-Socken, da hatte ich das auch schon drin. Und ich zeige euch nachher gleich nochmal die Colorwork-Socken. Da habe ich auch nochmal mit diesem Knäuel gestrickt. Also das war sehr ergiebig. Sehr ergiebig. Die ist zwar nicht ganz günstig, diese Regia Premium Kaschmir, aber wie gesagt, ich habe jetzt wirklich viel rausgeholt aus diesem einen Knäuel. Und von dem her rechnet sich es wieder. Also die Lenten Rose Socks. Ich habe gestrickt mit Nadelstärke 2,5. Es klappt jetzt auch mit der Spannung sehr gut. Ich hatte ja als erstes Colorwork Sockenprojekt die Filmreel Socks drauf. Und da musste ich nochmal anschlagen, weil es von der Fadenspannung eine Katastrophe war. Die haben mir nicht gepasst. Die konnte ich nicht über den Fuß ziehen. Jetzt passe ich einfach viel, viel besser auf. Ich habe auch mit Nadelstärke 2,5 gestrickt. Die komplette Socke vom Bündchen bis zur Spitze, alles. Also ich habe die Nadelstärke nicht gewechselt. Was ich aber mache, am Nadelübergang überkreuze ich immer. Egal, wie viele Maschen es sind. Natürlich, wenn jetzt Farbe A die letzte Masche von der Nadel war und Farbe B die erste Masche von der Nadel ist, dann nicht. Aber sobald es mehr als eine Masche war, habe ich am Übergang überkreuzt. Immer. Und ich habe auch nie mehr als vier Maschen ohne Überkreuzen gestrickt. Also die Arbeit habe ich mir einfach gemacht, weil es für mich so am besten funktioniert. Und das natürlich auch immer auf der Nadel schön nachgeschoben, dass von der Fadenspannung her einfach
gut passt. Ja, also die Lenten Rose Socks. Das war mein zweites Projekt. So, ich werfe jetzt einfach alles auf den Boden. Und jetzt habe ich gesehen, ich habe den Faden vergessen zu vernähen. Hier haben wir die Flock Socks. Weiß ich auch nicht, wer die Designerin ist. Ziehe ich auch mal auf den Fuß, weil man sieht es auf dem Oberfuß eigentlich am allerbesten, das Muster. Das ist jetzt wirklich klassisches Gigia vierfädiges Garn. Einmal in der Farbe dunkelgrau und einmal in der Farbe weiß. Das ist jetzt ein reines Weiß. Die sind auch so schön geworden. Da gibt es relativ lange Spannfäden. Also da muss man wirklich bereit sein zu überkreuzen. Hier auf der Rückseite nicht so. Aber auf der Vorderseite gibt es manchmal einfach so Stellen, wo relativ, also wo auch mal 10 oder 11 Maschen am Stück mit einer Farbe gestrickt werden. Und da muss man halt überkreuzen. Aber ich finde, es lohnt sich so. Es ist so, es sieht so toll aus. Ja, und jetzt, wenn man es halt einmal verschmeckt hat, gell, ich habe es jetzt halt einmal verschmeckt und jetzt stricke ich sie halt. Aber das geht nur nachts, weil ich brauche für diese Charts mittlerweile, ich brauche Brille, muss ich ganz ehrlich zugeben, eine Lesebrille. Also nicht nur für diese Charts, ich brauche auch für kleine Schriften eine Lesebrille. Und abends auf dem Sofa geht das nicht, weil nach gucke ich mit der Lesebrille in meinen Chart rein und sobald irgendjemand vor mir steht oder ich in den Fernseher gucken will, sehe ich nichts mehr. Das ist auch irgendwie doof. Also ich muss eigentlich immer gucken, dass ich auch irgendein sofataugliches Projekt auf den Nadeln habe. Aber nachdem ich ja eh immer zu viele Projekte auf den Nadeln habe, ist das ja auch kein Problem. Also die Flock Socks sind das. Und auch, also alle Colorwork-Socken werden bei mir mit Nadelstärke 2,5 auf der Rundstricknadel gestrickt. Auf dem Nadelspiel stricke ich sie nicht. Ich stricke sie alle auf der Rundstricknadel. So, dann die nächsten. Das sind jetzt die letzten, die fertig geworden sind. Also ich habe schon noch welche, aber das sind jetzt die, wo als letztes fertig geworden sind. Da weiß ich den Anleitungsnamen und die Designerin. Das ist der Zwergenaufstand. Den gibt es bei uns daheim auch manchmal. Ja, mittlerweile die kleinste bei uns. Mein Sohn hat mich überholt, weit überholt. Ja, also der Zwergenaufstand. Einmal hier von vorne und das Highlight so ist ja hier unten. Ich finde die so süß. Die sind doch klasse, oder? Der Zwerg. Ja. Die habe ich jetzt gestrickt aus der Arvetta Sockenwolle von Phil Colana. Das ist allerdings auch, also es sieht zwar so aus, aber es ist kein reines Weiß. Das ist auch eher so Naturfarbe. Also ganz, ganz leicht. Also nicht so, nicht so dieses gelbliche Weiß, das mag ich ja gar nicht. So ganz leicht Natur haben wir hier mit drin. Und ja. Der nette Zwerg. Einmal noch von vorne. Von der Seite. Die sind jetzt auch hier an der Seite, sind die mir echt richtig gelungen. Ich habe da manchmal dieses Problem gehabt, dass es hier nicht ganz so hundertprozentig sauber war. Aber jetzt, es wird immer besser. Mit jeder Colorwork-Socke, die ich stricke, wird es besser. Und ich weiß, also es war nicht die letzte. Da kommen schon noch welche. Es macht einfach wahnsinnig viel Spaß. Ja. Zweite. Die habe ich dann zusammen mit der Petra von Emilies Handgewerkelten habe ich die gestrickt. Die hat sie auch gestrickt. So. So, dann kommen nochmal Socken. Das sind dann die letzten. Auch nochmal Colorwork-Socken. Ah, da weiß ich jetzt noch, also irgendwie Sommersockers oder so heißen die. Da war ich auch so schockverliebt. Die habe ich auch gesehen und oh, dachte, die muss ich unbedingt haben. Und die Wolle passt so wahnsinnig gut, finde ich. Das war, also
Ich zeige es euch schon mal. Also, hier. Mit diesen schönen Schmetterlingen. Wunderschön. So, jetzt mault die Abby wieder. Gibt gar nichts zum Maulen. Also, das ist jetzt auch wieder die Regia Premium Kaschmir. Und dieses Braun, das ist eine Marathon-Sockenwolle. Die habe ich ganz günstig bei unserem Edeka-Markt mal mitgenommen. Da hatten sie so eine Krabbelkiste mit ganz viel von dieser Marathon-Sockenwolle. Gibt es, glaube ich, immer noch. Ob es die Farbe noch gibt, weiß ich jetzt nicht. Aber da habe ich dann nochmal eine mitgenommen. Und auf dem Bild, also die Originalsocken, die sehen fast genauso aus. Es gibt gar nichts. Ich sehe ja hier aus dem Fenster, also es gibt gar nichts zu maulen. Fährt niemand vorbei, es fährt kein Auto vorbei. Ich weiß nicht, was sie hat. Manchmal ist es schon so ein kleiner Kleffer. Aber ja. Also, das war also auch diese, also die habe ich auch noch aus diesem Knäuel Regia Premium Kaschmir rausgekriegt. So, ich hoffe, ich rase jetzt nicht so schnell durch, aber wie gesagt, ich verlinke euch ja alles, dann könnt ihr nachschauen, um welche Anleitungen es sich handelt. Ja, dann kommt als nächstes ein Tuch. Da bin ich jetzt völlig aus meinem Farbschema ausgebrochen. Ich mag ja eher so dieses dezente, zurückhaltende. Und diesmal habe ich gedacht, jetzt sind wir ein bisschen mutiger und farblich mal etwas knalliger unterwegs. Und dann habe ich das Tuch Spring Cleaning vom Stephen West gestrickt. Also es ist eigentlich dazu gedacht, Wollreste aufzubrauchen. Aber, also gerade für diesen blauen Teil oder auch für diesen Teil hier außen, da reichen keine Wollreste. Also da braucht man schon ein bisschen mehr. Es wird alles in einer anderen Farbe gestrickt. Ich habe aber dieses... Ja, was sind das Dreiecke? Ja, dieses Dreieck und dieses Dreieck hier habe ich dann immer in der gleichen Farbe gestrickt. So versetzt. Und die unteren zwei Dreiecke, das waren dann wirklich Wollreste. Aber ja, man braucht schon recht große Reste, um das zu verstricken. Das ist alles Sockenwolle. Nee, nicht alles. Das Blau ist Madlentosh Merino Light. In so einem Jeans-Ton. Und der Rest, das ist alles Sockenwolle. Ich meine, hier unten dieses Türkis, das ist von Rock the Wool, ein Sockenwollrest. Das hier könnte von Wool and Forest ein Wollrest sein. Und dieses knallige... Also es ist noch knalliger, als man es hier jetzt sieht. Das ist schon so ein richtiges Pink und ist auch so ein richtiges Neongrün. Das ist eine 1000 schöne Sockenwolle gewesen, wo ich da verwendet habe. Mit Nadelstärke 3,5 wird das gestrickt. Beziehungsweise bei Tüchern ist das ja, man kann das auch mit dickerer Wolle stricken. Ja. Das ist jetzt echt richtig schön groß geworden. Ich mag ja eigentlich diese riesengroßen Tücher nicht. Aber im Moment... Durch das, dass ich mich so dick einmummel, liebe ich diese riesigen Tücher. Also auch schon sehr oft getragen. Und ja, wenn es so kalt bleibt, wird es auch noch sehr oft getragen. Also Spring Cleaning vom Stephen West. Dann haben wir als nächstes ein bisschen ein kleineres Tuch, das ich auch sehr oft trage. Und zwar... Ich glaube, das hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, auch angefangen gehabt. Der Crespo von der Astrid Müller, Robato Design. Ich nehme das immer so doppelt und habe dann ein schönes Dreieckstuch, das sich echt super gut um den Hals schlingen lässt und auch nach vorne zubinden lässt. Und wenn man das aufklappt, ist das wie so ein Segeltuch. Ich habe die Zunahmen hier in der Mitte falsch gemacht, weil eigentlich sollte das keine so Lochreihe geben, aber so ist das halt, wenn man die Anleitung nicht richtig liest, wenn man denkt, ja, das kann ich schon.
dann liest man die Anleitung nicht richtig und dann macht man solche Leichtsinnsfehler. Ich habe es dann zu spät gemerkt. Ich fand es nicht schlimm, dass hier jetzt diese Lochreihe drin ist. Ich habe es dann gelassen. Aber eigentlich gehören da keine Löcher rein. Ja, ich predige immer, man soll die Anleitung lesen. Einmal vorm Stricken einfach einmal durchlesen, komplett durchlesen, was muss ich machen, was ist zu tun, auch die Anweisungen lesen, nicht nur den Chart angucken. Ja, und selber bin ich das beste Beispiel. Also in Zukunft gelobe auch ich, die Anleitung, bevor ich anfange zu stricken, einmal von A bis Z durchzulesen. Es ist immer besser, wenn man das macht. Ja, Crespo von der Astrid Müller, den habe ich gestrickt aus. Wie heißt's? Ich habe von einer lieben Zuschauerin habe ich diese Wolle bekommen. Wie heißt die Wolle? Ich weiß es nicht. Vielleicht fällt mir es nachher noch ein. Das Praktische an diesem Tuch. Also ich hatte zwei Stränge von dieser Wolle. Und ich habe einfach so lange gestrickt, bis diese zwei Stränge wirklich bis zum letzten Fitzel aufgebraucht waren. Und habt ihr drei Stränge, könnt ihr auch drei Stränge verstricken. Also das ist wirklich das Praktische an diesem Tuch. Da könnt ihr stricken, einfach bis das Garn ausgeht. Das ist echt super. Ich blende die ganze Zeit, wie die Wolle heißt. Ich komme einfach nicht drauf. Vielleicht fällt es mir nachher nur ein. Ansonsten schaue ich nach und sage es euch dann in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr müsst auf die nächste Folge nicht wieder so lange warten wie auf diese Folge. Also, der Crespo von Astrid Müller. Dann habe ich noch ein neues Lieblingsteil gestrickt. Oh. Und zwar der Pullover Morning in Engelberg heißt er. Ja. Das ist eine Kaufanleitung von der, ich glaube, NCL Knits heißt sie. Oh, ich liebe den Pullover, der ist so toll. Der ist so schön weit. Also der ist von der Passform her super gut. Der hat wahnsinnig viel Spaß gemacht zum Stricken. Ich mag das, wenn die unten so schön weit sind, wenn man sich da echt auch die Ärmel, ist nichts eng und passen super gut. Also einwandfrei und ich habe mich an die, also ich habe die Maschenprobe, hat gepasst. Ich habe mich auch an die Größe M gehalten und super gut. Also ich kann das, die Anleitung kann ich nur weiterempfehlen. Echt genial. Hier vorne gibt es diesen großen Zopf. Und der Rest wird in Runden in Kraus rechts gestrickt. Für mich war die Anleitung und die Wolle das perfekte Match. Das passt. Also besser jetzt gar nicht sehen können. Ich bin so zufrieden, ihr merkt es schon, gell? Ich habe verwendet die Katja Konzept Cotton Merino. So heißt sie. Ja. Die ist wunderschön, weich und kuschelig. Wie gesagt, für mich perfekt, das perfekte Match. Also ich bin mir sicher, ich werde diesen Pullover noch einmal stricken. Ich weiß zwar noch nicht in welche Farbe, aber also der muss noch mal her. Ich weiß auch noch nicht wann, aber ich liebe den Pullover. Also das ist echt ein neues Lieblingsteil. Ich habe den ganz, ganz oft an. Ich habe aber auch festgestellt, also ich habe zuerst gedacht, dass die Wolle bestimmt sehr anfällig für Pilling ist, aber bisher noch gar nichts. Mal gucken, wie es im halben Jahr ausschaut. Aber ich muss sagen, bisher alles gut. Ja. Morning in Engelberg heißt der. Also ich meine Morning in Engelberg. Im Originalen wird der gestrickt mit Rios, Malabrio Rios. Ich hätte das daheim, ich hätte Malabrio Rios hier, aber nur in Grün. Und da wollte ich ihn nicht haben. Ich wollte ihn in diesem Blau haben. Ja, und ich bin ja mal gerade mal wieder auf Wolldiät, gell? Ich kaufe gerade keine Wolle. Ich habe aber, also dieses Jahr habe ich echt noch keine gekauft. Ich halte durch. Schon ganze, wie alt ist das Jahr?
2,5 Wochen. Wahnsinn, oder? Nee, ich habe auch im Dezember keine Wolle gekauft. Ich habe keine Wolle gekauft im Dezember. Ich war echt brav. Ich brauche auch echt keine. Aber meistens ist es ja so, dann gefällt euch irgendwas, gell? Das geht euch bestimmt genauso wie mir. Da gefällt einem irgendwas. Ja, und gerade für das Projekt hat man natürlich nicht die passende Wolle da. Ja, was soll ich sagen? So, dann das letzte Projekt. Das ist jetzt ganz unspektakulär. Einfach ein kraus-rechts gestricktes asymmetrisches Dreieckstuch. Ich habe mit 3 Maschen angefangen und habe dann immer, also in Reihe 1, 2 und 3, die vorletzte, also die erste oder also Reihe 1 habe ich eine Masche rechts, die Masche verdoppelt und bis zum Ende rechte Maschen gestrickt. In Reihe 2 habe ich bis zur vorletzten Masche alle Maschen rechts gestrickt, die vorletzte Masche verdoppelt und wieder eine Masche rechts gestrickt. In der dritten Reihe, das war wieder eine Hinreihe, habe ich eine Masche rechts gestrickt, eine Masche verdoppelt, bis zu den letzten 3 Maschen rechts gestrickt, dann 2 Maschen rechts zusammengestrickt und eine Masche rechts. Und Reihe 4 habe ich wieder genau gleich wie Reihe 2 gestrickt, bis 2 Maschen vor dem Ende rechte Maschen, die vorletzte Masche verdoppelt und die letzte Masche wieder rechts gestrickt. Und dann gibt es diese Form. Und je nachdem, wie oft ich eben am Ende diese 2 Maschen rechts zusammenstricke, kann ich halt bestimmen, wie steil dieses Tuch werden soll. Also ich kann auch jede zweite Reihe rein theoretisch oder jede sechste Reihe kann ich auch machen. Aber ja, ich mag es am liebsten, wenn ich diesen Turnus von diesen 4 Reihen habe und in der dritten Reihe dann eben diese 2 Maschen am Ende zusammenstricke, dann finde ich, gibt es ein wunderschönes Tuch. So, und jetzt habe ich wieder vergessen, die Wolle mitzunehmen. Ich habe nämlich noch einen Knäuel. Ich weiß, es ist ein Knäuel von Lana Grossa. Ich habe mir von diesem Garn habe ich mir 2 Knäuel gekauft. Weil ich dachte, ich möchte ein schönes großes Tuch haben. Ein Knäuel reicht nicht. Ein Knäuel reicht dicke. Das war ein Knäuel. Also, ihr seht, das ist echt groß geworden. Also ich kann nur mal eins stricken. Vielleicht mache ich nur ein Dreieckstuch draus aus dem anderen Knäuel. Also echt total gut. Aber ich kann euch ja auch in die Infobox schreiben, was das für eine Wolle gewesen ist. Wool of Fame! Der Crespo, ich hab's gewusst, irgendwann fällt es mir dann ein, da kommt der Geistesblitz. Der Crespo, das war die Wool of Fame. Also, Crespo aus der Wool of Fame. Ich verspreche, beim nächsten Mal bin ich besser vorbereitet, da plane ich das Ganze ja etwas besser. Aber wie gesagt, das war jetzt heute einfach so ein bisschen spontaner. Und ich weiß, ich muss bis zu einer bestimmten Uhrzeit wiederum fertig sein, weil ich jetzt dann demnächst kochen muss. Mein Sohn kommt von der Schule nach Hause. Ich werde auch heute wahrscheinlich diesen, also heute haben wir Mittwoch. Ich denke nicht, dass ich es heute schaffe, diesen Podcast noch hochzuladen und alles zu verlinken. Aber das wird dann morgen oder übermorgen passieren. Aber zumindest ist jetzt mal eine aufgenommen. Das ist ja so die Hauptarbeit. Ja. So, das war jetzt erstmal das ganze Fertige und jetzt zeige ich euch, was ich im Moment auf den Nadeln habe. Ich fange jetzt einfach auch mit Socken an. Ich habe wieder mal Colorwork-Socken auf den Nadeln. Ich habe hier auch die Anleitungen alle dabei und kann euch sagen, wie die Anleitungen heißen. Und zwar die erste Anleitung, das sind die Mayflower-Socks, die von Lisbeth Lund. Die Mayflower-Socks. So sehen die aus im Original. Und ich zeige euch jetzt meine Version. Bin wieder an einer doofen Stelle zum Zeigen. So. Ja. Ich zeige euch erstmal die Wolle. Das ist auch wieder diese Arwetta von Filcolana, die Sockenwolle. Die ist super für Colorwork. Einwandfrei. So.
so schauen die bisher aus. Ich bin jetzt noch nicht so arg viel weiter gekommen. Ich habe die Ferse gestrickt. Das ist eine verstaubte Fersenwand. Das mache ich allerdings nur bei Colorbox-Socken. Nur da mache ich diese Ferse. Hier habe ich ein Füchslein drin. Auch wieder mit Nadelstärke 2,5. Und wie gesagt, da sind auch wieder relativ lange Spannfäden mit dabei. Und da mache ich sogar so, also wenn über 5 Maschen mit einer Farbe gestrickt werden soll, dann mache ich 3 Maschen mit einer Farbe, überkreuze und 2 Maschen wieder mit der Farbe. Hier an der Seite sieht man, da verläuft dann rechts und links dieser eine Streifen runter in der Farbe Grau. Auch nicht meine Farbe, gell? So dieses Grafige eigentlich nicht, aber ich hatte jetzt einfach mal Lust, wenn es halt draußen dann auch so grau und mäh ist und sowas stricke ich ja eh bloß nachts, da ist dann eh dunkel und da ist es schön, wenn man dann auch mal ein bisschen eine grafige Farbe hat. So, dann habe ich hier einen Gnom drin. Da kann ich auch noch was dazu sagen. Man sieht ihn nicht, oder? So, ich werde oft gefragt, kann man diese Maschenstopper auch auf kleine Nadeln draufstecken? Nein, bei Nadelstärke 2,5, da sind die einfach, da ist diese Öffnung einfach zu groß. Ich mache das so bei Socken, gerade bei so dünnen Nadeln, das lässt sich so dehnen hier unten, dass man beide in einen Maschenstopper rein machen kann. Das ist gar kein Problem. Also da mache ich es dann so, weil also Colorwork-Socken von den Nadeln rutschen, lieber nicht. Also Lace oder Colorwork sollte da auf gar keinen Fall passieren. Also die Mayflower-Socks von, jetzt weiß ich schon wieder den Namen nicht, Lisbeth Lund, ist ja nicht so schwer. Ja, das ist mal das erste Projekt, was ich auf den Nadeln habe. Dann habe ich was auf den Nadeln, das ich schon mal gestrickt habe, das ich aber noch mal haben möchte, weil ich das so oft trage. Und zwar ist es die Jacke See You There von der Rory Locatelli. Jetzt bin ich wieder ein bisschen zurück, ich habe hier Chaos. von der Rory Locatelli, die Jacke. Ja. So. Ich stricke diese Jacke dieses Mal mit der Dererum Natura von Gilead. Gilead von Dererum Natura. So. Das ist auch so Seegrasgrün. Ja. Die wird richtig warm. Brauche ich. Ja, ich bin kurz unter den Ärmeln. Ich habe angefangen hier an der Seite jetzt mit den mit der Teilierung, mit den Abnahmen, die habe ich gemacht. Und jetzt kommen dann demnächst die Zunahmen. Hier an der Seite haben wir noch so eine Fake-Naht. Sieht man, oder? Ja, sieht man. Ja. Dann hier diese Zöpfe. Hier haben wir immer einen großen Zopf. Und hier vorne haben wir noch kleine Zöpfe. Die kleinen Zöpfe mache ich ohne Zopfnadeln. Die verzopfe ich einfach so. Das haben wir auf der Rückseite auch nochmal. Also wenn man da mit der Zopfnadel anfängt, das waren dann lange Reihen. Die großen auf jeden Fall, klar, die mache ich schon mit der Zopfnadel, aber die kleinen, die mache ich alle ohne die Zopfnadel. Ich stricke mit Nadelstärke 5. Also das Original wird mit Nadelstärke 4,5 gestrickt. Ich stricke mit Nadelstärke 5. Diese Knäuel, die sind sehr ergiebig. Ich habe jetzt dieses ganze... Den ganzen oberen Teil hier habe ich mit einem Knäuel gestrickt. Hier drin, hier hinten, das ist nicht der Faden, den ich neu angesetzt habe. Da war ein Knoten im Garn. Ich habe den Faden neu angesetzt. Ich setze ja einmal in die Zöpfe an. Hier. Und habe also dieses ganze Stück bis hier runter mit einem Knäuel gestrickt. Also die sind echt wahnsinnig ergiebig. Ja. Das ist die Jacke See You There. Da habe ich Schäfchen drin. Genau. Und ich sehe, ich muss hier gerade den Fortschrittsmarkierer nachversetzen.
Machen wir gleich, sonst vergesse ich es. Genau. Ein Elefant. Sieht man nicht so gut. Heute ist das Licht auch schlecht. Ich habe zwar hier Punschlicht, aber es ist trotzdem immer besser, wenn es draußen nur hell ist. Ich sag euch mal, was die für eine Lauflänge nur hat. Gilliard von Dererum Natura. 250 Meter hat die auf 100 Gramm. Das sind so 100 Gramm Knäuel. Und das scheint so richtig rustikales Garn, so richtig robust, rustikal. Direkt auf der Haut möchte ich es jetzt nicht tragen, aber als Jacke kein Problem. Hat man ja immer was drunter. Kann ich euch auch noch einen Tipp geben zum Messen, wenn ihr messt, wenn ihr Jacke strickt. Wenn ihr euch den Brustumfang ausmesst, immer mit allem, was ihr unter der Jacke tragen würdet. Wenn ihr sagt, ich stricke mir eine Jacke, dann habt ihr ja immer was drunter. Ihr habt ein BH drunter, ihr habt im Normalfall dann noch ein T-Shirt drunter. Wenn ihr jetzt noch jemand seht, wo ihr Unterhemd drunter hat, zieht das alles an und messt dann euren Brustumfang aus. Dann könnt ihr am besten sagen, was ihr für eine Größe stricken müsst. Ja. Also, das war Projekt Nummer 2. Ich habe 4 Projekte auf den Nadeln. Normalerweise sind es ja nur 5, aber ich habe schon die nächsten 2 im Auge. Aber ich rede mit Sammy, möchte erst da noch was fertig stricken, vor da nicht was fertig ist, fange ich nichts an. Aber ich habe schon 2 im Kopf, ich habe die Wolle da. Oh, es bisselt mich wahnsinnig in die Finger. Ich muss mich schon zusammenreißen, dass ich die jetzt nicht auch noch anschlage, aber manchmal kann ich auch vernünftig sein. Manchmal. Also, das war Projekt Nummer 2. Dann habe ich nochmal ein Projekt, das hatte ich auch schon mal gestrickt. Und zwar ist es das Tuch Quicksand von der Hanna Majewska. Ich habe mir dieses Jahr, also dieses Jahr bin ich farblich total offen, ich habe mir dieses Jahr eine rote Winterjacke gekauft. Das hatte ich auch noch nie. Ich bin immer so schwarz oder grau. Und dieses Jahr war ich mutig und habe mir eine rote Winterjacke gekauft. Und ich habe dieses Tuch ja in Gelb und ich liebe dieses Tuch. Jetzt bin ich farblich mutiger geworden, aber so mutig dann doch nicht, dass ich eine rote Winterjacke mit einem gelben Tuch anziehe. Man könnte das auf jeden Fall machen, aber ja, ich bin ja schon raus aus der Komfortzone. Vielleicht gehe ich nächstes Jahr so weit raus aus der Komfortzone, dass ich dann auch dieses gelbe Tuch mit der roten Jacke kombiniere. Aber jetzt wollte ich eben dieses Tuch in Grau noch einmal haben. Und das ist so wunderschön. Ich finde dieses Tuch so toll. Und da ist alles dabei. Also hier Brioche haben wir. Wir haben Zöpfe. Man arbeitet Umschläge. Es ist einfach traumhaft schön, dieses Tuch. Ich bin schon relativ weit. Ich glaube, ich bin am 3. Knäuel. Ich habe 6 Knäuel. Ich weiß noch nicht, wie weit ich das stricke. Weil das ist auch so ein Tuch da. Klar, man muss natürlich einen Mustersatz fertig stricken, bevor man abkettet. Sonst sieht es doof aus, wenn man einfach so aufhört. Ich weiß es jetzt noch nicht. Verstricke ich alle 6 Knäuel oder verstricke ich 4 oder 5? Das mache ich jetzt mal ganz davon abhängig, wie lustig ich bin. Das ist natürlich auch kein Fernsehprojekt. Diese Anleitung gibt es mittlerweile auch auf Deutsch. Die Hanna Majewska, die bietet ihre Anleitungen ja meistens auch noch auf Deutsch an. Als ich ihn das letzte Mal gestrickt habe, gab es die noch nicht auf Deutsch. Jetzt mittlerweile schon. Ich stricke mit dem Garn Eco Puno in so einem Silbergrau. Da habe ich auch den letzten schon gestrickt und ich finde dieses Garn für diesen Schal super gut. Es gibt ein ganz, ganz tolles Maschenbild. Die flutscht schön von den Nadeln. Die stricke ich mit den Chiagu-Nadeln. Das mache ich auch bei mir immer ganz abhängig, mit was ich stricke. Manche Sachen finde ich einfach mit Holznadeln besser. Manche Sachen will ich nichts anderes mehr haben wie diese Chiagu-Nadeln. Da habe ich Affen drauf. Weil da möchte ich ja keine Masche verlieren. Absolut nicht. Ja, also Quicksand von der Hanna Majewska.
Mit Nadelstärke 4 stricke ich das. Also wie gesagt, kein Fernsehprojekt. Das ist ein Projekt, volle Konzentration. Ich bin jemand, ich stricke am liebsten nach Chart. Bei diesem Tuch nicht. Hier stricke ich nach den geschriebenen Instruktionen. Das fällt mir deutlich leichter. Es gibt immer mal wieder Projekte, wo es mir einfach viel besser von der Hand geht, wenn ich nach den geschriebenen Instruktionen stricke. Und das ist genauso ein Projekt. Und ja, braucht halt echt, also das braucht echt Konzentration. Da muss man wirklich gucken, 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 gucken. Ich habe auch schon Böcke geschossen, aber ja, da gehst halt eine Reihe zurück. Das geht schon. Man muss es halt gleich merken. Ich habe mir auch jetzt überlegt, weil es sind ja jetzt doch einige Mustersätze, ob ich mir wirklich nach jedem Mustersatz einen Maschenmarkierer setze, weil ich dann einfach, dann tut man sich ein bisschen leichter mit dem Zurückgehen. Muss mal gucken. Kann sein, dass ich das mache. Ja, also, Quicksand, Hanna Majkerska, gibt es auch mittlerweile auf Deutsch. Dann kommen wir zum letzten Projekt, an dem ich aber jetzt gerade nicht so fleißig stricke. Und zwar ist das der Westburn von der Isabel Krämer. Eigentlich ja ihr Sommerprojekt. Aber ich fand den so toll. Und die Isabel Krämer, die hatte, ich weiß nicht, kurz vor Weihnachten oder zwischen Weihnachten und Neujahr war es, da hatte sie 50% auf alle Anleitungen. Da habe ich natürlich zugeschlagen. Ist nicht die einzige Anleitung, die ich da gekauft habe. Der Westburn, Burn, Burn, Westburn, den stricke ich aus der Itokino. Nicht mein Lieblingsgarn, kann ich gleich dazu sagen. Es kommt wunderschön raus. Das Maschenbild ist ganz toll und dieses Garn kommt auch ganz, ganz toll raus. Aber verstricken, nichts verwöhnt, die Fingerler. Ja, nee, es flutscht halt nicht so, gell? Und ja, darum stricke ich jetzt auch nicht ganz so oft dran. Aber es ist nicht mehr so viel. Es ist abzusehen. Der Körper, ja, schon ein Stückle runter. Also das Blau ist die Itokino und dieses helle Beige oder dieses Beige, das hatte ich noch übrig von einem, wie hieß der? Auch von der Isabel Krämer hatte ich da einen Pullover gestrickt. Holstgarn Super Soft in der Farbe Oatmeal. Den hatte ich noch übrig und dann habe ich mir gedacht, da kaufe ich jetzt nicht auch extra nur eine Krone von dieser Itokino mit dazu. Da kann ich auch die noch nehmen und passt alles. Ich habe die Fäden übrigens abgeschnitten. Ich habe nichts überkreuzt. Ich mag das nicht. Das ist zwar dann eine saubere Arbeit, die zum Vernähen, aber das könnte dann auch noch ein bisschen dauern, weil das mache ich ja nicht so gern. Aber ich mag das Ergebnis beim Überkreuzen bei mir zumindest nicht. Also ich bin da nicht so. Da kann es dann sein, dass ich zu fest anziehe und dann habe ich. Nee, da schneide ich lieber ab. Also der könnte sich noch ein paar Folgen ziehen. Unter Umständen. Mal sehen. Ja, da habe ich Büffel drin. Ja, das war das letzte Projekt, das ich auf den Nadeln habe. Da habe ich übrigens so einen Garnroller, wo ich die drauf machen kann. Alles andere, oh, nee. Also da sind diese Dinger wirklich super für diese Kronen. Der klappert zwar ein bisschen, aber das macht nichts. Ich finde die genial. Das habe ich dann neben mir stehen und dann kann man das gut abwickeln. Weil wenn man die so aufs Sofa legt oder auf den Tisch stellt, ist es echt, dann rollen die immer weg. Und so ist es echt optimal. Die habe ich dann immer in meiner Projekttasche mit dabei. Ja, so, das war's für heute. Ich hoffe, wir sehen uns etwas bälder wieder als beim letzten Mal. Ich
ja, ich gelobe, oder was heißt ich gelobe Besserung? Ja, es ist halt, wenn die Zeit nicht da ist, dann ist sie halt nicht da. Aber wie gesagt, mir hat es ja immer Spaß gemacht und ich würde schon gerne wieder etwas regelmäßiger aufnehmen. Aber ja, ich muss halt immer gucken, wie es von der Zeit her geht. Aber jetzt haben wir wieder mal eine Dreiviertelstunde. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Ich weiß von mir selber, meine Aufmerksamkeitsspanne ist da immer nicht so lang. Alles, was über so eine Dreiviertelstunde rausgeht, muss ich dann auf zweimal angucken. Aber ja, ich hoffe, ich habe euch etwas unterhalten können. Und alle Maschenmarkierer und Maschenstopper findet ihr in meinem Etsy-Shop. Das verlinke ich euch unten auch. Und dann hoffe ich ja auf ein baldiges Wiedersehen. Tschüss, macht's gut und bis zum nächsten Mal.